Jo Freunde, schönen Montag zusammen. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende gut überstanden. Mal eine kleine Anmerkung zu den Videos von dem Illy, ne, was da teilweise drunter geschrieben wird. Also ich würde mal gerne darum bitten, dass ihr euch mal ein bisschen zusammenreißt. Ja? Also mal davon abgesehen, da muss man nicht drüber diskutieren. Die Aufschläge sind sowas von falsch, ja. Auch wenn ich jetzt das letzte Spiel mit dem Thomas Ebel gezählt habe. Erstens. Ja, Verbandsliga untereinander oben. So schlimm sind die Aufschläge nicht. Der Aufschlag mit der Noppe ist leer. Der Aufschlag mit dem schwarzen Belag ist innen drin. So, dass der Aufschlag verdeckt ist, gut, ist die andere Sache. Aber ich bin hier nicht die Mutti. Das bedeutet, wenn dem Thomas das stört oder sonst irgendein Spieler, dann soll der den gefälligst im Spiel ansprechen. Ich bin kein offizieller Schiri, ich werde dafür nicht bezahlt. Ich bin noch immer Mannschaftskollege von dem Illy. So, und das bedeutet, wenn der Thomas sich beschwert und sagt, werf den Ball hoch und der Illy macht danach noch immer nicht irgendwas, dann werde ich da eingreifen. Wenn er dann noch immer nicht den Ball hochwirft, dann werde ich auch mal einen Ball wegzählen. Aber solange der Thomas sich nicht beschwert, als würdet ihr, wenn ihr ein Mannschaftsspiel habt, ja, und der Kollege von euch macht einen falschen Aufschlag, als würdet ihr dem dann die Bälle wegzählen. Also kommt, würdet ihr selber auch nicht machen, ja, die wissen alle, dass die Aufschläge vom Illy nicht gerade angenehm sind, weil sie auch teilweise verdeckt sind, aber keiner macht auch den Mund auf und das ist auch der Grund, warum der immerhin weiter so die Aufschläge macht. Ich sag jetzt nur mal, der gute Mann aus Erpel, der auch die Aufschläge so verdeckt gemacht hat, der war jetzt auf dem Verbandspokal. Da ist der Oberschiedsrichter nachher zu dem hingegangen, hat gesagt, hör mal, schmeiß die Bälle hoch und ansonsten kriegst du eine Verwarnung und ich sperre dich fürs nächste Spiel. So, und danach hat er die Bälle hochgeworfen, weil er selber aber auch gesagt hat, das ist bei dem, der ist dann so im Fokus im Spiel, dass der gar nicht, dass der schon immer die Bälle so geworfen hat und wenn ihn keiner darauf anspricht, dass das Ding, dass das Gegenüber stört, dann macht er den Aufschlag halt so, wie er halt gewohnt ist, den zu machen. So, und die ganzen Kommentare mit das ganze Materialgeschisse da und wenig Punkte und falsche Beinstellung. Also ihr könnt gerne mal bei der TT-Schule in Grenzau anrufen. Macht euch mal einen Termin mit dem Illy. Dann könnt ihr mal gegen den spielen. Ich sage euch, ihr trefft keinen einzigen zweiten Ball. Das werdet ihr nicht hinkriegen, auch wenn er die Aufschläge normal macht. Der Mann hat knapp 2000 Punkte. Der ist schon seit 3 Jahren einer der besten Männer in der Rheinlandliga und Verbandsliga bei uns. Und dass der da zu 2 oder zu 3 steht, ja, hochpositiv. Das hat nicht nur was mit dem falschen Aufschlag zu tun, sondern auch, dass der aktiv am Tisch spielt, dass er den Schläger dreht, dass er auch auf den Ball drauf geht und dass da unglaublich viel Schnitt in den Bällen ist. Ja, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie viel Schnitt da drin ist. Ja, darum lasst die Kommentare einfach mal sein. Ansonsten muss ich nämlich demnächst entweder die Spiele vom Illy nicht mehr hochladen. Was ich eigentlich schade fände, weil ich das Spielsystem an sich echt schön finde. Oder ich muss die Kommentarfunktion leider ausstellen, weil ganz ehrlich, sowas finde ich einfach nicht gut. Ich werde jetzt heute noch die Spiele von dem Duda schneiden und hochladen von der WTT. Und danach kommen noch die Spiele von, habe ich noch 4 Spiele von Lukas Bosbach. Und am Wochenende gibt es dann Herren A. Verbandspokalfinale, Herren B war das da und Herren A, Verbandspokalfinale kommt auch am Wochenende hoch. So, also Leute, beherrscht euch mal in den Kommentaren, sonst muss ich leider da, was gerade die Spiele vom Illy angeht, die Kommentarfunktion leider rausnehmen und da möchte ich eigentlich ungern machen. Also, ne, seid einfach mal ein bisschen freundlich, auch wenn viele von euch es nicht mögen, wenn man selber gegen Material spielt, aber das finde ich nicht gut. Also seid wenigstens ein bisschen fair und ich meine, der Mann guckt die Videos auch und das könnt ihr euch doch bestimmt vorstellen, dass der das auch nicht gerne liest. Und ich als Mannschaftskamerad schon mal sowieso nicht. Ne? Also macht's gut und ja, viel Spaß bei den anderen Videos. Und tschüss.